Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ich weiß, ich wollte eigentlich, also ich habe zumindest gesagt, dass ich schon mal Steine besorge, aber da habe ich ganz vergessen gehabt. Ich muss ja eigentlich gar nicht. Also ich meine, ich muss schon, aber ich muss da nicht hinlaufen. Wir haben ja den Ruhestein. Das heißt, ich kann mich da einfach hinporten. Jetzt muss ich nur ganz kurz noch irgendwie meine Sachen hier, die ich in meinen Kisten habe, irgendwie anderweitig umschichten. Packen wir sie mal hier rein. Ich brauche kein Bier, keinen Wein, keine Zwiebelringe und Pilze könnte ich oben... Das kann ich auch hier drin lassen, genauso wie den Honig. Und die Pilze könnte ich oben nochmal zubereiten. Dann haben wir wieder frische, leckere Pilze, wenn wir nach Hause kommen. Und den Rest tun wir einfach... Der ist gar nicht da. Gut. Dann benutzen wir jetzt einfach mal den Ruhestein, um zum... Nein, warte, noch nicht. Ich glaube, bei den Steinen ist es ähnlich wie bei unseren... So. Wie bei den anderen Blöcken. Wir müssen die hinterher noch verarbeiten. Deswegen habe ich jetzt Keile mitgenommen. Unsere Spitzhacke ist in super Zustand. Und wir porten uns einfach mal zum Steinbruch. Tada! Und schon sind wir da. Da ist ein bisschen... Da kommt bald ein Zombie und holt's ab. Hier drüben können wir nämlich jetzt... Genau. So. Da können wir jetzt uns diese Blöcke rausholen. Und dann hier drauflegen. Beziehungsweise doch eigentlich hier. Und dann müssten wir die hier, glaube ich, auch da weiterverarbeiten können. Genau. Zu Steinen. Wir brauchen 30 Stück. Ich mache aber ein bisschen mehr, weil ich denke, dass wir unsere Taverne nochmal irgendwann ausbauen müssen vielleicht. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier erstmal hin und baue hier einfach ein paar Steinchen ab. Das Ding ist, Marmor kriegen wir ja. Dann wir bauen einfach mal 20 Steine ab. So, zack. Ja, könntest du hier bitte weiter? Dankeschön. So. Zack. Da nochmal. Wir müssten hoffentlich... Ja, ich glaube, ich könnte eigentlich ein paar Keile hier oben lassen, falls ich nicht noch welche habe. Alles schön weg. Zumindest das bauen wir ab. Und dann haben wir hinterher, glaube ich, erstmal wieder genug Steine für alles Mögliche, was wir machen wollen. Das Problem ist halt nur, ich kann die von hier, glaube ich, nicht direkt... Ich muss die erst unten nach und nach ablegen, damit wir daraus was machen können. Das heißt, jetzt schieben wir erstmal eine ganze Reihe Steine nach unten. Und dann packen wir uns die hier drauf. So. Kann es sein, dass mein Zombie gerade Steine mit nach einmal Steine eingepackt hat? Oder habe ich mir das eingebildet? Bitte schön, Stein. Und damit haben wir schon eigentlich mehr als genug für... Ist halt sehr anstrengend hier gerade, ne? Damit haben wir eigentlich schon mehr als genug für unsere Taverne. Aber ich dachte eben, ich habe den nie benutzt während dem eigentlichen Let's Play. Und jetzt wäre es vielleicht doch mal eine ganz gute Idee, sowas dann halt nicht rauszuschneiden, sondern tatsächlich zu sagen, hier, guck mal. Für alle, die vielleicht genauso vergesslich sind wie ich, Ruhesteine sind voll praktisch. So. Wir müssen ja nicht alle Steine. Wir können auch einfach einen Teil hier liegen lassen. Das geht auch. Weil der hat, glaube ich, da diesen Erzklotzel mitgenommen. So. Wir können ja einfach mal gucken, wie weit unsere Pilze reichen. Die haben hier schon so ein bisschen viel. Ist halt anstrengend, ne? Ich hätte mehr Pilze mitnehmen sollen. Eindeutig. Wir könnten aber auch gucken, ob ich zufällig noch Essen in den Kisten hier habe. Warte mal, das machen wir mal. Oh, nein, aber ich habe noch unglaublich viele Klötze. Ah, doch, doch, hier. Alle Buffs dauern länger, das ist schön. Fleißig. Ah, ja. Machen wir doch einfach das hier. Essen wir davon was. Wir brauchen weniger Energie, dann machen wir doch mal das hier. Benutzen bitte. Das müsste ja hier theoretisch eine Axt oder eine Spitzhacke vermutlich sein. Oh, wir verbrauchen so viel weniger... Oh. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich das auch einfach nur falsch gesehen. So. Legen wir den ganzen Quark hier wieder drauf. Zack. Wir kriegen das schon hin. Und hinterher haben wir so viele Steine, dass wir uns nie wieder Sorgen um Steine machen müssen. Aber irgendwie ist es ja auch schön, mal wieder den Steinbruch zu sehen, oder? Ich meine, wir waren hier schon so ewig nicht mehr.
dass man fast schon vergessen konnte, dass wir hier uns mal sehr heimisch gefühlt haben, gezwungenermaßen. Nein. Wollte dich gar nicht? Geh doch einfach weg, so. Ich will hier gar nichts permanent verbrauchen. Ich hoffe einfach, das hier zählt als Arbeit mit der Spitzhacke, weil theoretisch, da lehne ich ja eine Spitzhacke. So. Dann hat auch... Der positive Nebeneffekt ist jetzt, dann hat auch unsere Taverne wieder... Ja, ich bin müde, das ist sehr schön. Wir können gleich ein bisschen schlafen. Dann hat wenigstens auch unsere Taverne... Warte mal, wir sollten schlafen gehen, das verbraucht sonst zusätzliche Energie. Dann hat auch unsere Taverne wieder Zeit, Sterne aufzubauen, während wir nicht hier sind. Das sollte auch problemlos gehen. Und da ist leider unser Buff weg, das macht aber nichts. Wir können ja einfach nochmal was essen. Dafür ist das Essen ja schließlich da. Die lecker... Oh Gott, Lasagne ist ja auch so lecker, ne? So. Zack. Und die letzten paar Steine nur noch. Guck mal, das sind nur noch... Ja, doch, ich wollte gerade sagen vier, aber es sind ein paar mehr. Egal, wir verarbeiten die alle noch, soweit unser Essen dafür ausreicht. Notfalls können wir ja auch anderes Essen zu uns nehmen oder gucken, ob wir hier irgendwo Beeren finden oder Pilze. Oder wir lassen einfach dann den Rest liegen. Das geht auch. Ist auch kein Problem. So, die letzten zwei, glaube ich. Genau, die letzten zwei noch. Zack, und ein Steinchen noch, dann können wir verarbeiten und alles ist gut. Dann sind wir quasi für den Rest unserer Tage versorgt, was Steine angeht. Und ich hoffe tatsächlich, dass das alles... Ah, das könnte knapp werden mit der Energie. Das könnte echt knapp werden. Vier. 3, das wird super knapp. Ich weiß nicht, ob wir dafür genug haben. 3, 2 noch. Da geht der letzte Pilz dahin. Ja, wir sind fertig geworden. Sind wir fertig geworden? Nicht genug ist. Warum? Warum? So, viel besser. Okay, und da sollte jetzt aber auch unser Steinchen wieder aufgeladen sein. Du klöppelst fleißig, das ist super. Oh, wie lange der halt braucht. Oh Gott, furchtbar. So, wieder ab nach Hause, bitte. Oder direkt zum redenden Schädel vielleicht. Gucken wir direkt mal im redenden Schädel nach, ob ich hier... Oh, Geld, dankeschön. Guck, den ersten Stein, den ersten Stern haben wir fast schon wieder. Ich brauche noch Bretter und diese Dinge. Mal gucken, ob ich die nicht im Keller habe. Müssten wir ja eigentlich. Das waren diese hier und das waren Bretter. Bretter muss ich aber trotzdem von zu Hause bald mal wieder mitbringen. So, Taverne verbessern bitte. Mal gucken. Wow. Ja, 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 das ist eine Verbesserung unserer Taverne. Die ist jetzt tatsächlich auf 30. Das ist super. Kann ich jetzt eigentlich auch neue Tische bauen? Ja, kann ich. Wenn ich Nägel habe, kann ich neue Tavernentische bauen. Das mache ich mal direkt. Dann weiß ich wenigstens... Moment, ich packe auch mal das hier mit raus. Ich brauche dringend, glaube ich... Dann habe ich wenigstens einen kleinen Überblick, welche Ressourcen hinterher uns vielleicht fehlen. Tavernentisch, da können wir hier einen schöner vorstellen und hier unten einen hin. Und uns gehen tatsächlich die Bretter aus. So, zack. Und den da unten noch. Und wir haben es. Sehr schön, jetzt ist hier... Bekannter Schädel. Sehr schön. Und ja, wir brauchen ganz... Also Nägel kann ich mir, glaube ich, sparen. Da haben wir noch über 140, aber ich brauche dringend mehr Bretter. Ganz dringend mehr Bretter. Lege ich mal hier alles wieder rein. Davon könnten wir eventuell auch wieder von den einfachen Eisenstücken. Und dann legen wir das noch hier rein. Steine, ja, ich nehme mal... Ich nehme hier einfach mal 50. Oder weißt du was? Das mal kurz. Habe ich hier nicht die Möglichkeit, kochen? 3000? Habe ich hier auch irgendwie, dass ich... Ja, 3000. Ja, weißt du was? Komm hier, leg doch einfach nochmal ein bisschen Brennstoff nach. Dann können wir das einfach machen. Profi-Ofen. Und hier nochmal 50 Brennstoff rein.
Und hier, ja, das ist dasselbe. Dann packen wir da aber eben auch nochmal. Profi-Ofen ist beides dasselbe. Dann lege ich da einfach mal und insgesamt nochmal 100 Holz nach. Dann wird das Holz auch los. So, und wir haben hier wieder ein bisschen mehr Platz. Mit wem musste ich denn als nächstes gürteln? Ja, den Gürtel brauche ich. Wer wollte denn unbedingt, dass wir die Taverne ausbauen? Ach genau, Adam. Richtig, Adam. Dann mussten wir das jetzt tatsächlich ausbauen, denn sonst hätte das gar nicht funktioniert mit dem guten Adam. Dann schaue ich doch mal, ob ich schnell genug ins Dorf... Ja, ich nehme mein Geld mal mit. Ob ich schnell genug noch ins Dorf komme, um bei Adam vorbeizuschauen und dann vielleicht auch bei unseren Gemüsehändlern, damit ich wieder ein bisschen Weizen kaufen kann. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel von unserem Bier gefehlt hat. Aber egal, wenigstens haben wir jetzt wieder... Da wollte ich gucken. Na, ich habe einmal Steine vergessen, aber es macht nichts. Adam war irgendwo unten, das weiß ich noch. Jetzt muss ich nur wieder schauen, wo genau das gewesen ist mit der Ton. Da müsste es sein. Nee, doch noch nicht. Dann hier drüben. Da ist er. Wunderbar. Da ist Adam. Hallo. Meine Taverne ist jetzt viel schöner. Was sonst noch? Hilf mir dabei, die beiden Hooligans loszuwerden, die mich nachts immer quälen. Sie stehen neben dem Fenster und flüstern fiese Sachen. Und das Merkwürdige ist, dass ich nie Fußabdrücke finde. Das ist echt seltsam. Ich beobachte das am besten nachts. Nähere dich Adams Haus in der Nacht. Das machen wir gerne. Bevor ich das aber tue, hole ich mir jetzt ein bisschen Weizen und ein bisschen Weizensaat. Ich würde auch gerne schlafen, aber ich glaube, das kann ich jetzt echt vergessen. Wir könnten zwischendurch vielleicht Beeren. Aber ist egal. Hauptsache, wir haben nachher... Hauptsache, wir sind hier. Das passt sogar von der Zeit her ganz gut. Da müssen wir nicht so viel warten. So, ich hätte... Ja, die ist langweilig. Das ist sehr schön für dich hier. Gib mir mal deinen Weizen. Dankeschön. Hopfen habe ich, glaube ich, mehr als genug. Alles, was mir eventuell ausgehen könnte, wären Trauben vom Weinberg. Aber ich glaube, Billigtrauben habe ich da auch genug. Ich weiß halt nicht, ab wann es als Nacht zählt. Ich meine, bei ihm hier zum Beispiel zählt es unglaublich lange noch als Nacht. Obwohl ich schon längst sagen würde, dass Tag ist. Bin ich mal gespannt, wie das bei Adam sein wird. So. Vielen Dank. Oh, kann ich dir hier eigentlich deine Beeren... Die Beeren darf ich dir klauen. Dankeschön. Und die Pilze darf ich dir klauen. Wir haben jetzt gerade sowieso Zeit, ne? Hätte mir auch einen Apfel? Nö, schade. Wir haben jetzt ohnehin Zeit. Wir müssen ein bisschen warten. Vermutlich sind es Geister. Ganz ehrlich, das ist vermutlich Yorick mit keine Ahnung wem. Aber wenn da nie Fußabdrücke sind, dann spricht da sehr viel dafür, dass es Geister sind. Ich jetzt hier eigentlich... Ja, viel Energie liefert es uns nicht. Die habe ich mitgenommen. Das hätte ich auch nicht machen müssen. Aber wenigstens... So, wenigstens haben wir wieder ein bisschen was. Und dann gucken wir einfach mal so in der Umgebung, was wir Schönes sammeln können. Falls ich was sammeln kann. Das sieht hier so... Sieht hier irgendwie so ein bisschen mau aus mit... Ja, das können wir sammeln, ne? Aber sonst... Ich gehe doch mal nach Hause und leg dich schlafen, damit deine Hooligans kommen, um die ich mich kümmern soll. Ich kann mich ja nur um die kümmern, wenn du auch tatsächlich im Bett liegst und sie dich nerven können. Bis dahin hole ich mir Pilze. Hoppsala, 3 und 4. Da kommt der... Ach ja, es ist ja Sonntag. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir unsere Predigt heute machen sollen oder nicht. Könntest du dich mal schlafen legen? Ich meine, es sieht sehr nach Nacht aus, oder? Aber es wird immer noch ein bisschen weiter dunkel. Geh! Geh ins Haus und schlaf! Ich bin auch jetzt hier und soll mich drum kümmern. Geh! Wenn ich Stöckchen brauchen würde, könnte ich diesen kleinen Busch ausgraben. Ich glaube, ich brauche gar keine Stöckchen mehr für irgendwas. Ah, wunderbar. Jetzt geht er. Sehr gut. Wie war das? Nähere dich dem Haus in der Nacht? Dann gehe ich nochmal ein bisschen weg. Und dann nähere ich mich dem nochmal. F
40, ja. Ada, wusstest doch, dass es Yorick ist. Adam, Kopf hoch, du bist so ein talentierter Töpfer. In deinen Träumen, ansonsten bist du ein Versager. Schau, Adam, deine Antiquitätensammlung ist echt toll. Irgendjemand klaut sie dir bestimmt demnächst. Eines Tages wirst du bestimmt überall bekannt sein. Na klar, als berühmter Idiot und Jammerlappen. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Yorick, welche Überraschung, was machst du da? Oh nein, wir wurden entdeckt. Oh, wie überaus peinlich. Keine Sorge, Friedhofswärter, das ist nur ein lustiges Spiel. Adam sieht nicht so aus, als hätte er Spaß. Außerdem schadet es dem Ruf meiner Taverne, wenn meine Angestellten sich so verhalten. Soll ich euch feuern? Okay, okay. Wir haben nur versucht, unser Selbstwertgefühl zu verbessern, indem wir Adam beleidigt haben. Das ist so gemein. Aber wenn du willst, dass wir aufhören, kein Problem. Wir finden schon einen anderen Deppen. Bis bald. Ihr sollt gar niemanden finden. Das ist voll gemein. Okay, wir sollen Adam sagen, dass wir das Problem gelöst haben. Dafür müssten wir erstmal nach Hause und warten, bis wieder Tag ist. Was ein guter Moment ist, um uns schlafen zu legen. Es ist ja nicht weit bis hierher. Und dann können wir auf dem Rückweg, denn ich würde dann laufen. Dann können wir eigentlich auf dem Rückweg auch wieder Weizen und alles kaufen. Und auf dem Weg in die Taverne, dieser Wind hier, auf dem Weg in die Taverne dann eben wieder Bier und alles mitnehmen. Das sollte gehen, glaube ich. Ja, ja. Der schöne... Vielleicht hätte ich mich doch porten sollen. Ich glaube fast, bis ich... Oh, ich unterschätze immer, wie lange das dauert. Und ich habe immer noch nicht ganz drauf, wie lange der Ruhestein zum Abklingen braucht. Aber hier war es jetzt auch schon wieder zu spät. So. Yummy Pilze, bitte. Ich brauche die dringend. Jetzt habe ich ja nicht mehr ganz so viele. So. Dann können wir hier wunderschön Weizen abernten. Was mich da stört, ist einfach der Ernteabfall. Mit dem können wir inzwischen nicht mehr so viel anfangen. Es war mal eine Zeit lang ganz nett, um Dünger und alles zu machen, aber ich stelle ja praktisch keinen Dünger mehr her. Wir packen es einfach hier so rein. Ich könnte die Felder theoretisch düngen mit dem Torf, damit alles schneller wächst, aber ich gestehe es. Ich bin in der Regel einfach zu faul dazu. Das war's. Dann packen wir hier einfach mal die Ernteabfälle rein. Wir haben kein Saatgut übrig, das ist da drin schon. Okay. Und es wird gerade morgen. Trotzdem, jetzt bin ich hin und her gerissen, ob ich schlafen sollte oder nicht. Oh, da sind auf jeden Fall auch Steine. Wieso verarbeitet die keiner mehr? Was machst du hier? Du sollst doch... Hier. Wieso hast du aufgehört zu arbeiten? Hier, mach da weiter. Dankeschön. Ich habe letztes Mal schon gedacht, dass der so ein bisschen buggy aussieht, aber naja. Wir können aber auch einfach... Ja, komm, wir machen das anders. Zack, zack. Dann legen wir uns schlafen. Ich muss ja sowieso ein paar Bretter herstellen. Dann ist es nicht schlimm, wenn wir da erst am Montag wieder hinkommen. Das ist dann gar nicht schlimm. Und theoretisch könnte ich mich jetzt auch zum... Ich meine, notfalls, wir haben die Möglichkeit, dass wir meditieren. Fertigen. Ich würde jetzt keine mehr davon machen wollen, sondern wieder Holzplanken. Und zwar erstmal alle Baumstämme verarbeiten. So. Also falls wir es jetzt nicht mehr zu Adam schaffen rechtzeitig, dann legen wir uns einfach nochmal schlafen. Meditieren ein wenig über das, was wir getan haben, und es kann aber auch sein, dass wir da noch rechtzeitig hinkommen. Der war relativ lange draußen. So. Wobei, wir legen uns einfach gleich nochmal schlafen, das ist nicht schlimm. Wir brauchen im Endeffekt sowieso nochmal 3 Sterne, damit Frau Anmut bei uns auftritt. Und ich weiß nicht genau, wann wir das brauchen, also wann das wirklich so ist, dass wir jetzt sagen müssen, okay, jetzt muss das sein. Aber, ja. Dann machst du ja schon wieder nichts. So, und außerdem sollst du hier das bitte auch unendlich herstellen.
Sehr schön. Dann nochmal schlafen. Nochmal keine Pilze herstellen, einfach dann den Rest hier rein. Ach ja, genau, ich wollte ja wieder Bier brauen lassen. Ach ja, so, bitte das Gute. Habe ich noch? Ja, ich habe noch das Gute. Den wenigstens nicht ganz so schlechten Hopfen. Wobei ich persönlich, ich bin ja so ein Mensch, für mich ist das einfach alles einfach dasselbe. Lüncht mich, aber so ist das halt bei mir. Okay, Zwiebelringe, Bier, Wein könnten wir wieder mitnehmen. Die Bretter brauche ich unbedingt. Die Steine, ja, die könnte ich theoretisch auch hier lassen. Also, dann legen wir uns mal schlafen. Dann lassen wir einfach mal am Sonntag die Predigt ausfallen. Darf man auch mal machen. Ich merke schon, wir werden mitten in der Nacht. Ist aber nicht schlimm, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Nochmal ein paar Bretter herstellen, das wäre gar nicht so schlecht. Und unser Bier können wir auch dann gleich einsammeln. Zack, zack. Und das hier ist jetzt auch fertig. So, das hier habe ich genug. Perfekt, wie viel Weizen ich wieder habe. Das ist wunderschön. Jetzt geht mir das Wasser aus, ganz toll. Dann muss ich nochmal schnell nach oben. Also ist nicht schlimm, dass wir jetzt hier das machen, glaube ich. Wir wollen ja, ich wünschte übrigens, oh, das könnten wir gucken, ob wir eventuell, oh, der ist irgendwie kaputt. So, ich geh da mal weg. So, du sollst polierten Marmor, du sollst das hier einfach, ein Stück Marmor herstellen. Endless. Und du sollst, wenn es denn geht, das hier, Endless, herstellen. Du kleiner Buggy-Zombie, du. Mach, was man dir sagt. Ich will das hier nochmal und ich wollte Wasser. Ah, ich Kopf wie ein Sieb. Entschuldigung. Gucken wir wieder das ganze Wasser raus, was wir wieder haben. Dass ich gar nicht mehr alles hier unterbringe. Ah, ärgerlich. Steine könnten wir wegtun. Aber nicht hier rein und nicht hier rein. Oh Gott, hier ist alles voll mit Holz. Da haben wir Marmor. Oh Gott, meine Throne. Das ist voll. Hier, Steine. Jetzt hätte ich hier gerne Wasser und ich kann nicht mal alles mitnehmen. Aha. Okay, alles gut. Wir kriegen das hin. Hier erstmal wieder unser Wasser rein und dann hier unten nochmal gutes, nicht ganz so schlechtes Bier herstellen. Das ist schon wieder fast fertig. Dann können wir, das ist da schon drin. Ich packe jetzt einfach mal hier die Lasagne rein. So. Ich glaube, das nächste Bier können wir schon wieder ein... Der macht schon wieder nichts. Kann er denn überhaupt gerade was machen? Wir haben Steine hier liegen und ich bin mir nicht sicher, dass wir... So, noch einmal. Und fertig. Sehr schön. Bin mir gar nicht sicher. Doch, da ist noch Marmor, oder? Aber er macht nichts. Guck mal, er weigert sich. Er ist... Oh, diese blöde... Oh, diese blöden Zombies. Ja, bleib halt da liegen. Ich mag dich nicht mehr. Was wollte ich jetzt gerade machen, bevor ich... So, Wasser. Ein zuverlässiges Pack. Stelle ich nochmal zweimal hier. Dann können wir nochmal uns schlafen legen. Nur so ganz kurz, damit wir nicht übermüdet. Oh nein, ich habe Holzscheite hergestellt. Verdammt. Warum? Warum mache ich sowas? Hier, Holzscheite weg. Ja gut, wir haben ein paar Bretter, das geht schon. Okay. Ich lege mich ganz kurz schlafen. Danach können wir aus unserem wunderschönen Keller nochmal Bier holen und dann porten wir uns einfach zum... Wie lange brauchst du noch? Du brauchst noch einen kleinen Moment. Dann werde ich hier nochmal produzieren lassen.
Genau hier oben können wir das nämlich auch. So, und dann habe ich schon wieder keinen Weizen mehr. Wir sind soweit fertig. Ich kann hier nochmal das Wasser reintun, das uns bald schon wieder ausgeht. Und jetzt würde ich ganz gerne mich damit zum... Nicht Leuchtturm... Ach ja, genau, da können wir jetzt auch importen. Zum toten Pferd bitte porten, denn das ist relativ nah bei dem guten Adam. Ah, schön. Mal gucken, ob ich dann die Tonscherben bekomme und wir... Ja, vermutlich erst das nächste Mal dann wieder schön Video gucken. Adam, mein Freund... Erzähle Adam von dem Geist, Adam, das war nur ein manisch-depressiver Geist. Jetzt kannst du in Frieden schlafen. Und du hast ihn verbannt. Okay, was jetzt noch? Hör mal, kannst du ihn zurückholen? Ich fühle mich irgendwie einsam ohne ihn. Er ist der Einzige, der sich für mich interessiert. Fast wie ein Freund. Da musst du jemand anderen fragen. Die Scherben bitte. Na gut, keiner ist mehr nett auf dieser Welt. Okay, wir haben die Scherben, das heißt... Wir können fröhlich und frisch kämpfen sie auch für dich. Entschuldigung. Wir können zu unserer eigenen Taverne gehen. Und theoretisch sollten wir dann... Mal gucken, wie viele Sterne wir inzwischen haben. Wir müssen einen Stern, glaube ich, voll haben. Wir stocken noch im Keller unsere Vorräte auf. Und dann würde ich sagen, das nächste Mal stürzen wir uns in... Ich glaube, zwei wunderschöne Videosequenzen. Na, geht's dir gut? Ist besser als Kisten schleppen, ne? Ja, ja. Wunderschön. Ja, und der erste Stern ist... Wow. Ein Humpen... Das läuft gut. Schnaps, Rotwein. Met verkauft's gar nicht. Okay. Aber Schnaps. Vielleicht sollte ich mehr Schnaps herstellen. Nochmal. Vielleicht sollte ich mehr Schnaps herstellen. Essen ver... Oh, ja. Unser Alkohol geht bald aus. Das sind die Tonscherben. Dann können wir hier nochmal den Rotwein reinstellen. Er passt hier gar nicht mehr komplett rein. Ich glaube fast, das Essen verbraucht sich wirklich nur, wenn wir... Ich muss dringend mehr... Das braucht es echt gar nicht. Aber das ist egal. Wir haben alles. Dann sage ich erstmal vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und nächstes Mal schauen wir uns an, was die Tonscherben und die Gürtelschnalle uns verraten. Bis dahin. Bye, bye.